Also was die handwerkliche Qualität, die Auswahl der Sprecher angeht, da hat man ein gutes Händchen in der Synchronfassung fürs ZDF bewiesen. Das steht außer Frage. Dennoch gibt es, wie gesagt, hier einiges zu kritisieren. Und dazu komme ich jetzt. Die Profis, wie gesagt, in dieser Serie spielte auch Politik eine große Rolle. Und das ZDF hat, wie gesagt, ja nur 41 der 57 Folgen überhaupt eingekauft und synchronisiert. Aber auch bei den 41 Folgen, die dann schließlich ausgestrahlt wurden, hat es einige bemerkenswerte Veränderungen gegeben. Beginnen wir zum Beispiel mal mit der Folge Die Falle. The Fall Girl heißt die im Original. Das ist insofern aus unserer Sicht, aus deutscher Sicht, eine besondere Folge, weil hier auch im Original, in der Originalfassung, Deutsch gesprochen wird. Es geht nämlich um den Besuch einer DDR-Delegation in London. Und da geht es schon los. In der deutschen Fassung ist von DDR nicht die Rede. Es bleibt im Prinzip im Unklaren, um welchen Ostblockstaat es geht. Irgendwie lässt man das so ein bisschen offen. Man nennt das Land einfach nicht. Es wird mal von Kommunismus und von KGB gesprochen. Also man ahnt, es muss irgendwie in die Richtung gehen. Aber genauer wird man dabei nicht. Ist natürlich auch schwierig, in der deutschen Fassung dann deutsche Passagen deutsch zu übersetzen. Vor allem, wenn es darum geht, Sprachbarrieren zwischen Deutschen und Engländern dann zu synchronisieren. Das habe ich ja schon öfter mal hier als Beispiel in Asynchron gezeigt. Auch andere haben das hier gezeigt, dass es eben schwierig ist, wie man deutsche Passagen dann auf Deutsch synchronisieren soll. Also muss es hier gar nicht mal politische Gründe gehabt haben, warum die Folge Die Falle in einer abgeänderten Form synchronisiert wurde. Aber es wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben. Abend. Abend. Ja, okay. Wenn ich etwas höre, rufe ich Sie wieder an. Wiederhören. It worked. Hier sind Frau Schumanns Sachen für den Empfang morgen. Ja, schon gut. Dankeschön. Woher weißt du, dass die nicht Englisch spricht? She's so stupid, she can't even speak German properly. So, is everything okay? Perfect. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ist klar, wenn ich etwas höre, rufe ich Sie wieder an. Wiederhören. Es hat geklappt. Hier sind Frau Schumanns Sachen für den morgigen Empfang. Ja, ja, schon gut, danke schön. Woher weißt du, dass sie nicht merkt, um was es geht? Ach, die ist politisch so naiv, die ahnt nicht, was gespielt wird. Ja, hier wird der Unterschied natürlich sofort deutlich. Während man diesen mitgereisten Zimmermädchen in der Originalfassung unterstellt, zu blöd zu sein, Englisch zu sprechen, unterstellt man dem Mädchen in der deutschen Fassung, zu naiv zu sein, um politische Zusammenhänge zu verstehen. Beides ist nicht gerade schmeichelhaft und ziemlich frauenfeindlich und ziemlich klischeehaft. Ja gut, aber das war natürlich damals auch der Zeitgeist. Aber diese Szene im Hotelzimmer geht noch weiter und da fallen dann gleich zwei Dinge auf. The little operation today worked without a hitch. And Marika has already had her first rendezvous. And Biermann? I have confirmation from the embassy that Biermann will be attending the reception as planned. I must go. Remember, Biermann was a camp commandant. Vergiss nicht. Um 8 müssen wir im Kino sein. Jawohl. Marika hatte bereits ihr erstes Rendezvous. Und Beckmann? Die Botschaft hat mir heute nochmal versichert, dass Beckmann am Empfang teilnimmt, wie geplant. Ich muss gehen. Ich bitte dich, du wirst doch jetzt keine Gewissensbisse bekommen. Hm? Vergiss nicht, um 8 müssen wir im Kino sein. Ich weiß. Ja, zum einen ist zu bemerken, dass man hier aus einer Figur namens Biermann Beckmann gemacht hat. Das wird Nils vielleicht freuen, aber ansonsten ist es natürlich sehr auffallend. Der Grund dafür ist sehr naheliegend und sehr simpel eigentlich. Es gibt ja real auch eine prominente Persönlichkeit mit dem Namen Biermann, nämlich Wolf Biermann, der Liedermacher, der ja kurz bevor diese Folge im deutschen Fernsehen lief, ausgebürgert worden war aus der DDR und in den Westen sozusagen übergesiedelt war. Und man wollte wohl von Seiten des ZDF
keine Missverständnisse aufkommen lassen nach dem Motto, ist hier etwa Wolf Biermann gemeint? Ist das eine Anspielung auf Wolf Biermann, weil der auch aus der DDR kommt? Um sich solche Fragen gar nicht erst gefallen zu lassen, hat man aus Biermann dann eben Beckmann gemacht. War nicht ungewöhnlich, hat man öfter mal gemacht in einigen Serien und Filmen. Zum Beispiel gibt es ja auch die Straßen von San Francisco mit Michael Douglas, der ja die Rolle des Steve Keller gespielt hat in der Krimiserie. Steve Keller hieß seine Rolle eben im amerikanischen Original. In Deutschland hat man daraus Steve Heller gemacht. Und warum? Weil es ja hier in Deutschland auch eine Rolle gab, nämlich den Kommissar Keller, der Kommissar Erik Ode. Und da wollte man keine Verwechslung aufkommen lassen und hat eben aus Steve Keller Steve Heller gemacht. Also Namensveränderungen in Filmen und Serien ist nicht unbedingt ungewöhnlich gewesen zu der Zeit. Was wir ja auch noch gehabt haben, ist Ihnen wahrscheinlich auch aufgefallen, ein Bezug zum Dritten Reich in der Originalfassung. Biermann war also früher Camp-Kommandant, wird mal so nebenbei erwähnt. Soll heißen, er hat ein KZ geleitet, also er ist ein Altnazi. Das mochte man in Unterhaltungsserien damals überhaupt nicht. Und deswegen hat man sowas auch immer wieder gerne weggefälscht. Ich habe ja bei der Columbo-Folge von Asynchron, da können Sie sich vielleicht dran erinnern, auch damals darüber erzählt, dass aus dieser eine Nazi-Geschichte einfach eine Bankraubgeschichte gemacht wurde. Oder auch Raumschiff Enterprise ist ja ein bekanntes Beispiel, die berühmte Nazi-Folge, die ja gar nicht im Fernsehen lange Zeit gelaufen ist. Man war damals also sehr empfindlich bei diesem Thema und wollte da irgendwie sich gar nicht erst anecken damit und hat das im Zweifel dann lieber weggelassen. Selbst ein Wort wie Vaterland hat man lieber nicht benutzt und daher wurde auch diese Szene hier in der deutschen Fassung leicht abgeändert. What kind of films do you make? Terrible. Yeah? What? Liebling. Die Liebe fürs Vaterland ist wichtiger als die Liebe für ein anderes. Yes, very nice. Was für Filme machst du denn so? Grauenvolle. Ja? Erzähl mal. Liebling, die Liebe zu unserem Land ist wichtiger als unsere Liebe füreinander. Oh, wie aufregend. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.